Stilvoll, elegant, luxuriös. Dies sind zweifellos die passendsten Begriffe, wenn man von einer ganz außerordentlichen Automarke spricht. Die Rede ist von Jaguar. Der britische Edelautomobilhersteller, der heuer übrigens sein 90-jähriges Bestehen feiert, steht seit eh und je für britische Eleganz und jeder, der ihn zu schätzen und lieben gelernt hat, fährt seither nichts anderes mehr. In den letzten Jahren hat sich beim Briten so manches verändert und einiges wurde modernisiert. Das zeigte sich vor allem am Design. Mit knapp 5 Metern Länge und beinahe 1,90 Meter in der Breite ist der XF sehr groß und damit auch geräumig. Die neu geformte Motorhaube und die stromlinienförmigen Flügel vorne erzeugen ein dynamisches Auftreten der Raubkatze. Die schlanken Xenon-Scheinwerfer und die LED-Hecklichter erzeugen einen selbstbewussten Look. Zusammen mit dem neu gestalteten Kühlergrill ist der böse Blick des Jaguars perfekt. Eine Katze, die man nicht reizen sollte. Womit konservative Jaguar-Fahrer aber eher nicht gerechnet haben, ist wohl, dass Jaguar jemals einen Diesel anbieten würde. Genau das ist nun aber mit der Einführung des neuen Jaguar XF passiert. Unter der Haube hat diese fauchende Raubkatze einen 190 PS starken Dieselmotor mit 4 Zylindern. Richtig gehört, 4 Zylinder. Wo man eigentlich 8 oder 12 Zylinder erwarten würde, fasziniert der Brite mit einer gänzlich neuen Motorisierung. Eine extrem herausragende Leistung auf dem Gebiet der Ingenieurskunst, denn der 4 Zylinder ist stark, ansprechend und lauffreudig. Von 0 auf 100 prescht der immerhin 1,8 Tonnen schwere XF in nur 8,5 Sekunden. Recht zügig fährt er sich auf die Maximalgeschwindigkeit zu. 225 km pro Stunde. Das maximale Drehmoment liegt bei 450 Newtonmeter. Hohe Leistung und eine ruhige Fahrt. Das ist das Konzept, auf dem der XF aufbaut. Im Innenraum geht's mit gewohnt luxuriöser Manier weiter. Die phosphorblaue Beleuchtung der Schalter und Konsolen schafft eine sehr angenehme Atmosphäre. Das Lederlenkrad ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und für kalte Finger ist optional sogar eine Lenkradheizung erhältlich. Das neue XF-Sortiment bietet eine größere Auswahl an Sitzdesigns und Farben für zusätzliche Individualisierungsoptionen im Fahrgastraum. Das 7 Zoll Farbdisplay der Instrumentenanzeige ist elegant ins Cockpit verbaut und ist intuitiv und leicht zu bedienen. Trotz des großzügigen Platzangebots im Innenraum bietet der XF zusätzlich auch noch eine Menge Stauraum im Heck. Hier stehen problemlos 500 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Durch das Umlegen der Rücksitze werden noch einmal zusätzlich 420 Liter freigegeben. Der Jaguar Drive Selector und Jaguar Drive Control sorgen für perfektes Ansprechverhalten sowie eine kontrollierte Fahrweise. Man kann somit auch sehr lange Strecken entspannt bewältigen. Die exzellente Straßenlage muss man einfach gefühlt haben. Die 47.900 Euro Einstiegspreis beinhalten eine lange Liste an serienmäßigen Komfortattributen. Der britische Hersteller hat hier ein zukunftsträchtiges Segment geschaffen, welches die Dynamik eines Sportwagens mit der Ausstattung einer Luxuslimousine auf kunstvolle Weise miteinander vereint.